Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und mit dieser Wüstenmusik in dieser Wüsten-Dschungel-Umgebung passt dieses Wort Skyrim so fast gar nicht mehr, ne? Es ist eher wie Gothic? Ne, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. So, Käserad. Achso, ich bin da schon zu gut für. Wir suchen immer noch diese Eier von den Adlern. Was natürlich im Dschungel unfassbar schwer ist. Vor allem auch, weil hier wieder überall Gegner sind. So, nochmal gucken, wo kreisen denn die Adler? Da oben kreist nur das Symbol. Wieso kann ich nicht mit denen sprechen? Was ist das denn? Also irgendwo müssen diese Nester ja sein. Da kann ich nicht hoch. Ich gucke. Gucken ist das Einzige, was irgendwie sinnvoll ist. Und finde hier ein Erz, was nicht abgebaut werden kann. Okay. Ah. So. Wie viele Eier habe ich von denen schon? 3. Das vierte fehlt also noch. Kriege ich auch noch hin. Sorry. Ich frage mich ja, ob diese Umgebung hier sowas alles hier handerstellt ist. Also auch diese Punkte, wo man hier jetzt eher weniger normal hinkommt. Also wenn ja, dann haben die echt ein gutes Verhältnis geschaffen. Aber im Dschungel was finden, das ist halt unfassbar schwer, ne? Es ist so unfassbar schwer. Also auf Felsen oder so muss ich halt immer achten, dass da auf den Spitzen nicht so ein kleines Nest vielleicht noch ist. Es ist echt nicht leicht. Was ist das? Eine Kokosnuss. Wird die Kokosnuss, wird die Kokosnuss, wird die Kokosnuss geklaut. So. Nee, hier auch nix. Puh. Wie komme ich zu diesen Nestern? Da hinten ist noch einer. Gucken, wo der hinfliegt. Weil wenn der dahin fliegt, wäre es schade. Mal versuchen kann man es ja. Bitte, bitte flieg nicht hier hin. Die setzen halt auch irgendwie nie zur Landung an. Da. Jetzt macht das, glaube ich. Und er scheint in das Nest hier zu fliegen.
Dämlicher Kleiner! Ich hasse dich. So. Da hinten sind aber noch welche. Das ist gut. Erstmal der hier. So. Jetzt sind wir relativ geschützt. Jetzt dürften ja relativ wenig bis keine Tiere mehr hier sein. Ah. Oh mein Gott. Wo ist er da? Okay. Puh. Nicht erwartet. Natürlich habe ich da oben. Den Vogel. Puh, wir haben es geschafft. Ab zum Wachturm. Die Eiersuche ist vorbei und ging 3 Folgen oder so. Eieiei. Ja, das Eieiei passt sogar perfekt dazu gerade, ja. Hier ist Epona, natürlich. Ach, oder habe ich einfach mehrere? Das könnte natürlich auch sein. Hallo, Kurmai Kasor Tatakayappe. Hier sind die Laubmöwen-Eier. Mhm. Vogeleier habt ihr hier. Alter, 440. Gipfelstürmer-Eier habt ihr auch hier. Hallo? Hallo? Gut. Ab ins Abelsviertel. Ich muss die Nacht überstehen. Verkaufen. Skillen. Dinge tun. Machen. Ähnlich dieses. Ja. So. Aus dem Weg. Nein. Mhm. Aber ich kann schon lange sprinten eigentlich, ne? Ach, schön. So. Da. Nee, andersrum. Warte mal. Ich hab's falsch rum gemacht, natürlich. Ja, alles gut. So, Bücher. So, dann gucke ich gerade noch bei den Zauberbüchern. Was kann ich lernen? Gut, und dann nehme ich noch was mit, was ich doppelt habe. Das hier. Dieses, jenes, das hier. Davon habe ich sogar 2 doppelt. Nehme die Dinger alle mit. Zieh mir eine Robe an.
Da. Und lege mich natürlich schlafen. Klar. Erkennst du nicht. So, schlafen. 12 Stunden, 11 Stunden. So, ist wieder Tag. Und das Handeln kann beginnen. Ich liebe es immer nach Mod-Quests in Skyrim. Sehe ich jetzt mal Enderal dazu. Einfach, du hast eine Quest erfüllt. Und dann gehst du in die Städte und verkaufst deine Waren, wirst reich. Und ja, das immer und immer wieder. Wo seid ihr? Chef? Chef? Hallo? Sag mal. Wieso klingt das Haus so, als würde es gleich abfackeln? Und wo kommt der denn jetzt wieder her? Ich verstehe es immer nicht. Kommt ihr ein bisschen näher, bitte? Das ist unfassbar. So. Ach ja. Ich habe schon so viele Pfeile, ne? So. Haben wir. Gut. Hülle der Gefallenen ist ein Favorit, den verkaufe ich nicht, genau. Ja. Oder hat er vielleicht irgendwas, was ich brauche? Charisma Trank, plus 12 Rhetorik für 120 Sekunden. Brauche nicht. Lohnt sich nicht. Was ist das? Alter Foliant. Gewährt euch einen Wissenspunkt. Brauche nicht. Expertenbücher für Zweihand. Durchaus, ja. Brauche ich die stärkere Stufe. Also bis 75, Zweihand. Wie viel kosten alle 25? 1000, 4175, okay. Kaufe ich, ja, 20 Stück, ne? So, dann hat er wieder Geld. Was er mir so gleich wiedergeben kann, wird. In großen Teilen zumindest. So. So, Elementarismus brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Kann ich ja auch alle verkaufen, ne? Brauche ich nicht. So brauche ich auch nicht. Korundum. Gold. Holzplatte. Und ich habe wieder viel. Das ist unfassbar. So. Skill ich mal gerade kurz mein Handwerk. Ach ja. So. Und damit habe ich es 2 auf 70 erhöht. Mein Schwert macht damit wie viel Schaden? 64, okay.
Gut. Und weiter geht's. Ich muss nämlich noch in die anderen Teile der Stadt. Und das Lustige ist, ich habe ja immer noch Lernpunkte und Handwerkspunkte. Das ist halt echt lustig. So, kurz speichern. Auf dem Marktplatz versuche ich noch den Schmuck zu verkaufen. Die eine Frau kauft ja Schmuck an. Glaube ich, richtig gesehen zu haben zumindest. Dann vorher natürlich die Rhetorikbücher. Klar, es ist sinnvoller. Wie viele brauche ich auf welchem Level? 5 Stück bis 50, okay. Die war das, die Schmuck, glaube ich, ankauft, oder? Ja. So, sag mir bitte, du verkaufst Rhetorikbücher, nein. Ja, aber du verkaufst Rhetorikbücher, oder? Jeder Idiot verkauft die Rhetorikbücher. So. 5 Stück. So, 140. Ist klar, ist klüger, ne? So, das verkaufe ich natürlich nicht. So. So, das mache ich auch noch. Und dann gucken, was kann sie mir verkaufen? Nichts so Sinnvolles eigentlich, ne? Baupläne, okay, aber nicht, wo ich jetzt sagen könnte, wow, also wenn ich das habe, dann ist aber ganz weit vorne. Ich könnte eigentlich aber meine. Na, okay, wenn ich eine Null dafür kriege, dann eher nicht. So, oh. Dann auch nicht. Ja, der Rest kauft ja keinen, das ist das Problem. Okay, dann ziehe ich halt wieder mein normales Zeugs an. Einen großen Teil habe ich ja zum Glück losgeworden, der Ringe. So. Mach gerade noch Skillen. Das könnte ich gerade noch machen. So. Zeigt er irgendwie mit zwischendurch kurz den Mittelfinger, wenn er da reingeht? Das sieht so aus, ne? Als würde er von der linken Hand so plötzlich hoch und dann Mittelfinger rein. So, Messerstoß. Das waren ja die Dinger, die brauche ich nicht genau. Blattschuss brauche ich nicht. Habe ich schon. So, Blitzpulver. Muss ich machen, ist das Problem. Hehler. Okay. Scheiße. Also, das ist nicht so scheiße, weil das brauche ich auch, aber ich hätte eher das Hehler gemacht. Naja, gut. Was soll ich machen? So. Ich bin immer noch Vandalin, das verstehe ich noch nicht. Mindestens 10 Punkte. Warte, 1, 2, 3, 4, 7, 8, okay. Ah, okay. Deswegen habe ich es nicht. Okay. Das ergibt Sinn. Das ergibt durchaus Sinn, dass dann nur die Vandalin zurzeit freigeschaltet ist. Das heißt, wenn ich Hehler und dann dieses Ding, was da drüber ist, mache, dann okay. Gut, dann mache ich jetzt aber einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.